Okay. Na? Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Oh, no. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Da gibt's leider ein kleines Problem. Dreiundzwanzig Uhr dreißig. Das Ding da am Pool war halt nicht Chris, sondern seine Tochter, glaube ich. Das ist fucking creepy. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Er sollte ihr die Waffe wieder geben.
Oh. Chris. Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Oh. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es, ganz sicher. Lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Aber Gott, bitte nicht. Schon zwei, Bobby. Naja, aber er wurde doch gar nicht gebissen. Hey! Hey! Hey, wo geht's hier hin? Hey! Hey! Oh, fuck! Oh, scheiße! Baby, I need some time alone. By myself, by myself. Careful what you wish. Careful what you wish for. Ai, 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 ai. Das ist aber. Jacob ist eingesperrt mit einem von diesen Viechern. Let's fucking go in einem Weinkeller. Okay. Okay. Oh, hallo. Oh, wir haben keine Karte gefunden. Oh, doch, wir haben eine Neugierige Karte gefunden, oder? Kleine Ratte. Nee, haben wir nicht. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Mhm. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Mhm. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Hatte ich eine Karte oder hatte ich keine? Ich weiß es gerade nicht. Nichts zu zeigen, nichts zu sehen. Was soll ich dazu noch sagen? Finde die Karten oder tappe im Dunkeln. Such's dir aus. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Ich bin ganz ehrlich, wir können uns auch heute Abend nicht mehr wiedersehen. Da kann ich tatsächlich nicht mit leben. Gibt Schlimmeres, als dich nicht wiederzusehen? Bin ich ehrlich? Kapitel 7. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul! Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es, ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Und an die Leiche im See. Und was Jacob sagte? Ja, stimmt. Hört endlich zu, diese Leute sind nicht das, was ihr glaubt, ich schwöre. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn?
Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Okay, also können wir ihn theoretisch noch retten, Ryan, wenn wir den richtigen Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich hab letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? 1 Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Also Dings hat ja relativ lange geschafft, ne? Ich glaube 2 oder 3 Stunden. Stimmt, die haben ja gerade angefangen mit dem Dings. Hackett Verador. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Sehr schön. Guter Reiseleiter. 10 out of 10 would book again. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun.
Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Mhm. Ich will nur anderen helfen. Ja, ach ja. Geht's im Camp doch und sonst nichts. Den deswegen beißt er andere Leute? Ja, das glaub ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Und wie soll er denn mit sich reden lassen? Der ist wahrscheinlich schon als Werwolf unterwegs. I mean, wie willst du denn mit einem Werwolf reden? I don't get it. But hey, show me. Still full moon time. Oha. Da ist es. Komplett zäunt. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, und weg! Zum Glück ist unten Wasser, wa? So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Mhm. Toll. Oh mein Gott, Laura! Die Wunde ist schon verheilt. Heilige Scheiße! Oh, ihre Augen. Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Oh. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ha, krasse Augen. Holy shit. Ah, wir sind Laura, okay. Ja, ich nehme trotzdem die Zeit, die ich denke, die ich brauche. Oh, was haben wir denn da hinten? Na mal, hallo. Das erste Mal, dass ich seit Ewigkeit wieder steuern darf. Here we go. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Bergarbeiterbotschaft. Brotdose. Ah, zu langsam. Ja, da gibt es wieder ein neues Ausrufezeichen, was ich mir nicht angucken kann, weil, genau, oder beziehungsweise immer noch das Ausrufezeichen. Oh Gott. Altes Foto vom Camp. C. Hackett und T. Hackett, Chris und Travis, sie sind Brüder. Ach nein, echt jetzt? Streichhölzer vom Motel. Mit diesen Streichhölzern hat Laura Feuer gemacht, während sie auf die Nacht wartete, um Chris zu jagen. Dieses Licht hat Caitlin auf der Insel gesehen. Ah, okay. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunnel zurückließ. Die schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich bis dahin 1930er Jahren passiert. Okay, krass. Treuerverzeichnis. Hey, Laura und Max wurden von Travis entführt. Chris hat versucht, es zu verheimlichen, indem er ihr Nichterscheinen beim Camp nicht gemeldet hat. Und irgendwas, was wir nicht mehr gucken können. Schade. Ich glaube, mir geht leider ein bisschen was an Beweisen bzw. Story flöten, weil ich, was heißt Story?
Story ja nicht, aber dieser Background, der dann da halt zu den unterschiedlichen Sachen gehört, wird mir wahrscheinlich ein bisschen flöten gehen, einfach aus dem Grund, weil ich es nicht mehr reinkriege. Ich gucke immer mal wieder, ob da irgendwo noch irgendwo eine Karte ist. Irgendwie, irgendwo, irgendwo. Blablab. Das finde ich auch gerne mal längere Wege, das ist gar kein Problem. Hörte sich nicht normal an. Das war definitiv kein normaler Mensch. Ich habe leider die Befürchtung, dass hier noch ein paar mehr Wesen. Hast du das gehört? Silas? Nicht sie. Oh. Wer? Die Hexe von Hackett's Crew. Nein. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Silas. Doch bitte nicht vor. Lass mich doch vorgehen. Ich habe die Waffe, nicht du. Armin, wenn du zuerst sterben willst, gar nicht. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Mhm. Ja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann. Oh, ihre Augen schon. Sind nicht mehr gelb. Lass uns weitergehen. Ja. Ich glaube, Laura wäre eine schöne Betreuerin geworden. Guter Konterpart zu ihm. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ha! Die Liebenden. Die nehmen wir noch mit. Ich drücke auch nochmal kurz drauf, damit das verschwindet. Lieben in die Harmonie und ihrem. Ach, scheiße, warum lese ich das jetzt wieder vor? Das ist doch Quatsch. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Ui. Da ist relativ viel nicht drin. Mondgerechtigkeit, okay. Ah, okay, ich kann sogar, wenn ich darauf gehe, dann sogar sehen, was. Okay. Ja, gut, die haben wir. Das haben wir ja nicht gemacht. Das haben wir gesaved. Das war das, wo er ihn hätte töten können, das, was er nicht getan hat. Und das war die. Ja, okay. Aber hey, wir haben eine Karte gefunden. Wupp, wupp. Jetzt sieh dir das an. Oh. Oh, Scheiße. Sexy Time hier, oder so was? So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Na doch, ich glaube, Laura könnte echt eine witzige Dingens gewesen sein. Hätte eine witzige Dingens sein können. Vor allem, weil sie auch noch in der. Was war sie in der Dingens? In der. Medic Station. Wäre sie ja gewesen. Oh Mann, ist das hoch. Wow. Aha. Was haben wir denn da? Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Beweismaterial, vernarbte Haut. Etwas, das wie beschädigte oder vernarbte Haut aussieht. Lecker. Smells funny an der Stelle, I guess. Hier müssen wir weiter. Kommst du? Mister, ich bin der. Ordentlich tief. Na, runterfallen will ich hier definitiv nicht. Wow, wo kam denn der Lichtchen auf einmal her? Was ist mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade? Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn?
Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh, wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Ja. Hey, it's me, so. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Ich gehe mal davon aus, dass Laura sich noch verwandeln wird und dann muss Dingens auf Chris schießen und ich werde auf Chris schießen, definitiv. Oh, das Rad des Schicksals. Hier zum Ansehen. Wo sind wir denn direkt unter die Liebenden? Okay. Ich werde das nicht vorlesen, weil ich das stummsinnig finde, was vorzulesen, was mir eh bald aufgetischt wird. Warum? Okay. Das war dumm. Sieht gut aus. Okay, hier möchte ich mich definitiv ein bisschen genauer umsehen. Feldflaschen, Nähwerkzeug. Hammer. Oh, kann ich da gerade was machen? Nee, okay, ist ja nur so aus. Also, okay, gibt's gar nichts. Schubkarre. Hier ist ein Baum durchgewachsen durchs Dach. Irgendwas zu gucken. Vorsicht. Splitter. Danke. Geht schon. Madame Weirwolf. Was für eine Party? Alkohol. Von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Die Frage ist halt wirklich, brauche ich zu lange? Kann man zu lange brauchen in dieser Passage? Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Kriegen wir dann einen Wechsel? Was ist eigentlich mit Emma passiert? Ist die bis jetzt noch fehlt? Caitlin. Na gut, okay. Nope. Ach doch, wir haben ja wieder eine Waffe. Klar macht die Tür noch lauter zu. Wenn er wirklich irgendwo ein Werwolf rumlungert, würde euch einfach alle wegsnacken. Gar kein Ding. Nom 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 nom. Oder ihr werdet alle auch zu Werwölfen. Dann könnt ihr nur gerettet werden, wenn man Dingen zerschießt. Was ist denn hier passiert? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts, hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Ich glaube, das Allersicherste und Verantwortungsvollste und Nick. Ist einfach, sich in den Keller einzuschließen. Oder? Halt. Was? Ist da jemand drin?
weiß nicht. Was ist da? Ich... Jacob? Mm-mm. Emma? Sind Sie... Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arsch, Kumpel. Ganz blöde Idee, ganz blöde Idee. Ach, stimmt, sie ist ja in... Hey, wir sind's! Oh, shit! Halt, oh mein Gott! Halt! Tut mir so leid! Dylan, tut mir so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid! Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer! Was? Lufterfrischer! Oh. Ja. Was anderes war nicht im Bild.